Auf Menschen ohne Corona-Impfung kommen empfindliche Einschränkungen zu. In den Schulen wird wieder überall eine Maskenpflicht eingeführt. Clubs und Diskotheken müssen wohl vielerorts schließen. Ungeimpfte haben künftig keinen Zugang mehr zu Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Kulturveranstaltungen. Sie dürfen nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen gehen, also in Supermärkten, Drogerien und Apotheken. Die Einschränkungen sollen inzidenzunabhängig gelten. Für Geimpfte kann ein aktueller Test vorgeschrieben werden. Ungeimpfte dürfen sich nur noch mit Mitgliedern des eigenen Haushalts sowie zusätzlich zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Ehepartner gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. In allen Klassenstufen und Bundesländern soll wieder eine Maskenpflicht gelten. Vielerorts sollen Clubs und Diskotheken wieder schließen, zumindest wenn die Inzidenz hoch ist. Großveranstaltungen, also zum Beispiel Bundesligaspiele und Konzerte, werden stark eingeschränkt. Für den Karneval soll 2G+ gelten. Bis Jahresende sollen 30 Millionen Impfdosen verabreicht werden, womöglich auch durch Zahn- und Tierärzte sowie Apotheker. Die Dauer von Impfzertifikaten soll auf 9 Monate verkürzt werden. Außerdem soll es bald eine einrichtungsbezogene Impfpflicht geben.